Hier ist Heike von papier-kult.de. Heute gibt es wieder ein Tutorial auf meinem Kanal, und zwar mit diesem wunderschönen Designpapier. Und das ist eine CD-Verpackung. Das heißt, ich verschenke immer ganz gerne CDs, muss ich sagen. Und da habe ich mir eine Verpackung für überlegt, und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Falls ihr Interesse an Produkten habt oder einen Katalog möchtet zum Anschauen, dann sagt mir einfach Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Jetzt zeige ich euch, wie ich diese CD-Verpackung gemacht habe. Und zwar mit dem Celebration Design Papier Schmetterlingsvielfalt. Das ist ein 12x12 Papier, das auf der einen Seite ziemlich bunt ist. Und auf der anderen Seite schwarz-weiß. Also das ist für jeden Geschmack was dabei. Na? Also hier kann man schön kolorieren. Die Motive und die auch passen genau dann in die neue Schmetterlingsstanze. Die findet ihr im Frühjahr-Sommer-Katalog. Und ja. Wie ich das jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Was ihr dazu braucht, ist das Punchboard für Umschläge. Also dieses hier. Schneide ich mir erstmal mein Papier zu, und das schneide ich zu auf 23,2 mal 23,2. So, machen wir das mal hier rein. Ich kann echt. So, das lange Stück behalten wir. Das wird gleich die Banderole. So. Und das. Also ich habe jetzt mal ein anderes Papier genommen, ne? Das finde ich noch ganz hübsch, das ist nicht zu bunt. Also das können wir eigentlich mal für außen nehmen. Genau, und jetzt mache ich meine Verpackung, wie gesagt, mit dem Punchboard. Und lege das hier oben an. Und hier haben wir einen Inch, und hier haben wir unten einen Zentimeter Angaben. Und meine erste Falzung geht bei 11,6. Das ist hier hinten. So, und stanzen. Falzen. Jetzt lege ich wieder an der Falzlinie an, und zwar diese Nase hier. Oh, das sieht man ja verdammt gut auf dem Papier jetzt. Stanzen, falzen. Das machen wir alle vier Seiten. So. Stanzen, falzen. So, und dann meine zweite Linie lege ich an bei 13 cm. Das ist genau ganz am Ende. Stanzen, falzen und wieder einmal reihum. Und dann jetzt hier an der neuen Linie anlegen. Stanzen, falzen. Jetzt wieder in dieser Linie anlegen, ne? An der neuen, die ich gezogen habe. Stanzen, falzen. Stanzen, falzen. So, das packe ich weg. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich muss mein Mülleimer da. So, was ich jetzt mache, ich falze mir einmal alle Falzlinien nach. Einmal reihum. So. Jetzt habe ich ja hier so kleine Ecken. Ja? An einer Seite, an einer langen Seite, unten schneide ich sie ein bis zur nächsten Falzlinie, dieses kleine Stück. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Also das habe ich eingeschnitten bis zur. Und auf der anderen Seite gegenüber, die schneide ich komplett raus, die Ecke. Die braucht man nicht. So, jetzt lege ich mir zum Stabilisieren eine CD da rein, weil es wird hier eine CD-Verpackung. Und da das Papier ja sehr dünn ist und das sehr labbrig ist, lege ich mir als Stabilisierung dann gleich das Geschenk rein. Nee, Quatsch, erstmal mache ich die Seiten. Nein, also ich klebe jetzt erst diese kleinen Ecken, die ich geschnitten habe, klebe ich hier so fest. Und das mache ich am besten mit so einem Klebepunkt. Weil mit Flüssigkleber, ehrlich gesagt, schmiere ich nur immer rum. So, dann klebe ich mir das hier so fest. Ja, auf der anderen Seite dasselbe. Vor allem geht das recht schnell und zügig und die kleben auch sehr gut, die Klebepunkte. So. So, jetzt lege ich mir meine CD rein und klebe das hier unten fest. Und dann mache ich einfach auf den Seitenteilen etwas Kleber. Macht nicht zu viel, dass es rausquillt. Sonst klebt ihr nachher die CD mit ein. Das wollen wir ja nicht unbedingt. So, und dann klebe ich das hier unten zu. So. Und hier oben mache ich jetzt einen kleinen Magneten rein. Ihr könnt es auch zukleben, aber dann muss man jedes Mal die Verpackung ja kaputt machen und das finde ich einfach echt zu schade. Und deswegen nehme ich jetzt Magneten. Ihr könnt auch so kleine, wie heißen die Dinger nochmal? Klettverschlüsse nehmen, gibt es ja auch so kleine. Die funktionieren auch, aber Magnete finde ich immer noch am besten. So, na, und dann mache ich hier einen Magnet. Zack, habe ich meine CD verpackt, wenn ich die verschenken möchte. Ich habe jetzt zu Weihnachten relativ viele CDs verschenkt und wenn die dann noch persönlich eingepackt sind oder eine persönliche Note haben beim Verpacken, finde ich das noch viel schöner. So, in meine Banderole, dann nehme ich mir das Restpapier, was ich über habe hier, und lege mir das hier drum und gehe einfach hier mit dem Fingernagel an den Kanten entlang. Und klebt das dann hier unten zusammen. So. Genau. So, dann brauchen wir noch ein passendes Band, ne? Was nehmen wir denn mal? Was Schwarzes oder was Buntes? Genau, wir nehmen mal was Buntes, ne? Wir könnten ja dieses Organza-Band nehmen. Das gibt es jetzt auch in der Celebration. Da gibt es ein ganzes, also das ist ein ganzes Pack mit 5 Bändern in der Celebration als ein Produkt. Das heißt also, wenn ihr für 60 Euro bestellt, könnt ihr unter anderem diesen 5er-Pack Bänder, Organza-Bänder haben. So, ich habe gerade wieder zwei linke Hände. So, mache ich mir hier eine Schleife rein. So. Und dann finde ich das immer noch ganz nett, wenn da ein Etikett mit dran ist, ne? So wie hier. Das finde ich immer ganz hübsch und deswegen nehme ich mir jetzt hier einen Rest schwarz. Meine Reste rausholen. Ne, da ist eine Falzlinie drin. So. Und nehme diese Etikettenstanze und stanze mir da ein Etikett raus. Mach mir da ein Loch rein mit einer Lochzange.
und dann kommt noch unsere neue Schmetterlingsstanze zum Einsatz. Und zwar diese. Da gibt es natürlich ein passendes Stempelset auch zu. Und die passen genau in das Designpapier. Und ich habe hier noch so Reste. Da werde ich mir jetzt einen Schmetterling ausstanzen. Genau, und diese Motive passen genau rein in die Stanze. Einmal ausjustieren. Und den Grün passt ja jetzt ja braun, nicht so toll, ne? Dann lassen wir den mal weg. Weil hier hatte ich hier hatte ich den kleinen grünen Schmetterling noch mit auf den anderen draufgepackt, könnt ihr sehen. Das passt jetzt ganz gut zum Gesamteindruck. Bei dem finde ich, passt das jetzt nicht so. Deswegen machen wir nur den normalen Schmetterling drauf. Und zwar auch mit einem Klebepunkt. Ja. Und dann kommt mal ein Glückwunschspruch noch drauf. Und den findet ihr in dem Set Klitzekleine Grüße. Da sind 32 kleine Stempel drin für alle Gelegenheiten. Also da, das ist echt eine Grundausstattungsstempel, finde ich. Stempelset. Weil da ist wirklich für alles was drin. Für Hochzeiten, für Vatertag, Muttertag, Beileid, Schulanfang, was auch immer. Hochzeitstag, Geburtstag. Also da ist für alles was dabei. Und dann brauche ich einen kleinen Acrylblock. Nehmen wir den. Und einen kleinen Rest weiß. Und das stempel ich mir jetzt in Schwarz auf. Ja, wunderbar. So, mach ich mal ein Schneidbrett wieder, weil ich krieg nichts gerade geschnitten per Hand. Das wird bei mir alles schief und krumm. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und den Papierschneider einsetzen. So. Da wollen wir mal auf Nummer sicher gehen. So, das schneide ich mir jetzt hier weg. Und das klebe ich mir jetzt auf das Etikett drauf. So. Ein bisschen bling bling. Könnten wir jetzt eigentlich. Machen wir den auf den Schmetterling? Ja, machen wir auf den Schmetterling. So, und das müssen wir jetzt noch hier dran befestigen. Nehmen wir jetzt mal den Leinfaden, glaube ich. Ich hatte vorher bei dem hier schwarze Kordel genommen. Muss ja immer passen zum Design, finde ich. Man könnte jetzt auch weiße Kordel nehmen. Aber nehmen wir mal den Leinfaden. Ich weiß auch nicht, ich habe auf einmal hier so einen, überall so einen Ausschlag. Könnt ihr das sehen? Ich habe wieder irgendwas gegessen, was ich nicht vertrage, was auch immer. Jetzt geht es gleich wieder weg, aber juckt auch nicht. Aber ich sehe wieder echt gepunktet aus. Naja. So, das mache ich mir jetzt hier fest. Wenn er mich lässt. Also wie gesagt, das Designpapier ist ein Celebration-Artikel. Und das Band ist jetzt hier ein Celebration-Artikel. Ja. Die Stanze gibt es im Frühjahr-Sommer-Katalog. Und das ist jetzt meine CD-Geschenkverpackung. Ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich einfach. Ich helfe dir gerne weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gesund. Bis bald, eure Heike. Ciao.